Feuerfalle. Das ist ja voll fies. Und meine Companions sind urweit weg, okay. Und wir tanzen. Nein, wir tanzen nicht, wir sterben. Heil mich! Ja, okay, wir sollten aus dem Feuer raus, und zwar alle. So, aus dem Feuer raus. Schnell, Feuer raus. Das gibt's ja nicht. So, Morrigan, heil alle. Oh Gott, das will... Okay. Warum habe ich diese scheiß Falle nicht entdeckt? Okay, Morrigan, das ist mir jetzt ziemlich wurscht, ob du mich eingeeist hast. Ich habe das tatsächlich überlebt. Aber auch nicht da hängen bleiben. Geh, Schatzi, komm. Alter. So, jetzt. Boah. 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 Boah! Scheiß Folterer! Scheiße. Ja, jetzt jammerst groß daher. So, da ist wieder eine Tür, aber diesmal schrecke ich mich nicht. Oh, eine Kiste. Da ist nichts. Außer einer furchterregenden Kiste. Was war denn das für ein tragischer Tod? Der Bauer spucke auf dich. Ich verdiene mehr. Die entrückte Wirtshaustier ist tragisch, wirklich sehr dramatisch gestorben. Also, für alle, die das vielleicht nicht verstehen, die eingedrückte Wirtshaustür. Und damit meine ich den Alhau. Ja, und damit mal ein herzliches Willkommen bei Dragon Age Origins. Wir sind noch im Kerker vom Anwesen des mittlerweile nicht mehr existenten Haus. Und, ja, können jetzt die Tür öffnen, die magisch versiegelte. Da liegt er noch, der vom Riordan entkleidete Wachmann. Ah, wer weiß, was da oben ist. Oh, scheint aber ziemlich leer zu sein. Ah, da war die Schatzkammer, da war das Liebespärchen. Warte, wo müssen wir? Da, ja, passt schon. Nee, da ist nichts. Das passt schon. So. My thanks. Sie bedankt sich. Naja. Ist verkleidet als Wache. Lass uns gehen. Bist du nicht ein bisschen zu klein für eine Wache? Die ist ein Kopf größer als ich. Warum bist du so angezogen? Ich frage sie mal, warum sie so angezogen ist. Because there are two sorts of people in this house. Those loyal to Howe and those loyal to me. If Howe's people find me, I'll be killed. And my people will insist on escorting me back to the palace, where my father may also have me killed. Okay, weil es zwei Arten von Menschen gibt. Diejenigen, die zu ihr stehen und diejenigen, die gegen sie sind. Und wenn die Aal-Leute sie erwischen, dann wird sie getötet. Und wenn die eigenen Leute sie erwischen, unter Anführungszeichen, dann wird sie zurückgebracht zu ihrem Vater und der tötet sie vielleicht auch. No, oder? Oh. Warden, in the name of the Regent, I am placing you under arrest for the murder of Rendon Howe and his men-at-arms. Surrender, and you may be shown mercy. Wächter, im Namen des Regenten verhafte ich dich wegen des Mordes an Arl Hau und seiner Wachen. Gib auf und ich zeige vielleicht Gnade. Du kennst nicht die ganze Geschichte.
Ich werde aufgeben. Tod zuerst! Attacke! Ich bin hier, um Anora zu befreien, die gefangen gehalten wurde. Ja. Don't be ridiculous. The Queen isn't being held prisoner here or anywhere else. Her father would never stand for such a thing. Ich soll nicht lächerlich sein. Die Königin wird nirgends gefangen gehalten, weder hier noch sonst wo, weil ihr Vater würde das niemals zulassen. Na gut, dann glaub, was immer du willst. Attacke! Sie hat recht. Ah, sie ist genau hier. Sag's ihr, Anora. Weißt du das sicher? Bist du dir das sicher? Unlike you, some of us know what honor and loyalty are. I have no doubts about Loghain. Bring them down! Loghain wants the Warden, dead or alive. Die war doch auch bei der Ostagerschlacht und hat sich sehr gewundert, als der Loghain zum Rückzug geblasen hat. Ja, im Gegensatz zu mir weiß sie, was Ehre und Loyalität bedeutet, und sie weiß, der Loghain ist das alles und bist du deppert. Ja, jetzt werde ich angegriffen. Da hinten ist ein Magier, die ist orange. Und sehr, sehr viele Wachen. So, Hündchen, kannst du dich um diesen Magier kümmern? So, Morrigan, du wirst da deinen Sturm herlegen. Wynn, du wirst die Coltrane versuchen einzusteinern. Alistair, du gehst auch auf sie mit deiner Overpower. Ich gehe auf sie mit meinem Flurry und ja, damit haben wir alles erledigt. Du machst das brav. Du machst das brav. Und du machst das brav. Ist okay. Buh, die haltet was aus, die Frau. Wir sweepen. Also ich hab's nicht brav gemacht. Ich wollte sie doch flurien. Hündchen, du sollst dich um einen Magier kümmern. Was tust du? Uff. Was ist mit deinem Hund? Also der kümmert sich eh um einen Magier. Hab ich nicht gesehen, tut mir leid. Ja, friss ihn nur. Wow, 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 wow. So, Wynn. Achso, du bist irgendwas. Was bist du? Du bist gestunt. Okay, dann heil mich jetzt bitte. Danke. Okay, boah. Der nehme ich ja gar nichts weg. Ja, bestrafen ist gut. Bestrafen ist gut. Alistair, du wirst... Boah. Ja, pummel sie mal. Nein, die Coltrane sollst du pummeln. Oh, 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 oh. Morrigan, du bist gestunt. Du kannst alle heilen. Nein, du bist auch gestunt. Das gibt's ja nicht. Niemand Heiltrank. Nein, du bist gestunt. Bist du? Hey, Alistair tot. Ei. Kannst du ihn bitte aufwecken? Ich brauche den Alistair da. So, Hündchen, kannst du mal heulen? Ja, Morrigan, Morrigan sage ich, Wynn, aber die war eh gerade auf Cooldown. Kannst du bitte die Wynn heilen? Und ich nehme einen Heiltrank. Boah, die hat ja noch gar nichts weg. Irgendwer soll doch den Alistair aufwecken, oder? Machst du das schon, Morrigan, oder machst du ganz was anderes? Du heilst doch gerade. Du sollst den Alistair aufwecken. Oder habe ich das der Morrigan gesagt? Ist ja wurscht. Weg, genau. Ja, genau. Hey, die geht auf meine Magier. Nix da. Da geblieben. Riposte. Geht schon. So, Wynn macht deine Glyphe der Repulsion. Genau daher. So, Alistair.
Okay. Der Magier lebt auch noch. Wo ist mein Hündchen? So, kannst du ihn bitte beißen? Wo, 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 Heiltrank, schnell. Ja, wo. Warum wirkt die Glyphe nicht? Morrigan? Kann nicht heilen? Oh, er kann heilen. Heil die Win. Ja. Boah! Hey! Win? Bist du? Die macht Schaden. Ei! Du brauchst einen stärkeren Heiltrank. Wir werden den Lyrium-Trank darüber legen und den größeren Heiltrank daher. Und den wirst du jetzt auch gleich nehmen, wenn das ja schon irgendwie ausgeht. Hast du ihn genommen? Du hast ihn genommen und bist immer noch so da nieder? Morrigan. Warum greifst du die Win an? Lass meine Win in Ruhe. Nein, ich will wieder sperren. Paralysieren, geht das? Du heilst es inzwischen? Ah, du kannst nicht heilen. Kannst du dir das selbst geben? Okay, ich glaube, du bist tot. Okay. Alistair ist gestunt. Mein Hündchen hat den Magier immer noch nicht erledigt. Jetzt erledige ich schon diesen scheiß Magier. So. Das ist auch gestunt. Mein Alistair ist fast tot. Niemand heilt dran. Du sollst einen Heiltrank nehmen. Geht doch nicht. Wie schafft man diesen Kampf bitte? Ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Okay. Wir werden auch ständig von den Bogenschützen gestunt. Du bist gestunt, du kannst aber dann alle heilen, oder? Bald, bald. Nein, du hast kein Mana mehr. Nimm einen Mana-Trank. Ja, und jetzt? Nein. Du hast doch gerade einen Mana-Trank genommen, oder? Nein? Nimmst du jetzt endlich diesen Scheiß? Ja. Ja, ich weiß, dass wir alle verwundet sind. Dann heil uns. Ja, geht doch. So. Du kannst du bitte die Kolbien eineisen? Ja. Oh, 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 au, 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 au. Ich habe. Habe ich ihn genommen? Nein, ich habe ihn nicht genommen. Da hinten leben noch fast alle. So, Morrigan. Du wirst sie versuchen zu paralysieren. Ich habe einen Heiltrank. Ja, ich habe einen Heiltrank genommen. Und dann nimmst du einen Heiltrank. Nein, zuerst paralysieren. Ja, hast schon. Und jetzt nimmst du einen Heiltrank. Ja, sie ist paralysiert. Das ist einmal gut. Das ist einmal sehr gut. Ich bin aber gestunt. Ich bin gestunt und fast tot. Schnell am Heiltrank. Na komm. Und gleich noch eine. Ja. Alistair Heiltrank. Noch einen habe ich gesagt. So, Morrigan, du wächst mal die Win auf. Achso, du hast kein Mana mehr. Komm, nimm mal Mana Trank. Ja, und. Nein, du kannst niemanden aufwecken. Gut, dann.
Hexe sie. Und nimm gleich einen Heiltrank. Okay, Morrigan ist tot. Hündchen ist tot. Alistair ist fast tot. Okay. Okay, ich glaube, ich bin das erste Mal. Ich bin gestunt. Ah, ich sterbe. Ich bin tot. Alistair schafft das nie im Leben allein. Never, ever, ever. Never, ever. Okay. Warum nicht? Eamon, we have a problem. We have very little time for chat. We need to work out a plan. Calm down. What has happened? The wardens have been captured. What? How could this happen? Never mind that. The question is how to free her. Surely you mean them, Your Highness. We need Alistair too. Yes, of course, I meant Alistair too. Cauthrian will take her to Fort Draken. Getting in will be no small feat. Oh! Das heißt, der Kampf ist gar nicht zu gewinnen. Oh, was ich an Heiltränken verschwendet habe. Autsch. 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 Oh, you're awake. I was starting to worry. Hey! Wir beide nackt in einer Zelle? Das könnten wir aber kurz mal ausnutzen, oder? Okay. Ah, du bist wach. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Dafür sitzt du in der anderen Ecke. Du müsstest eigentlich neben mir sitzen. Und mir die Stirn streicheln oder sowas. Wo sind wir? Geht es dir gut? Geht es dir gut? I've been worse. I'll be better still when we get out of here. Es ging mir schon mal schlechter, aber es wäre besser, wenn wir hier rauskämen. Ja, dann versuchen wir. Wir warten doch nicht. Die anderen werden kommen. Mach dir keine Sorgen. Dann lass uns mal fliehen. I hope you have a plan. Okay, das heißt, den Kampf habe ich gar nicht gewinnen können. Zumindest nicht im Schwierigkeitslevel hart. Okay, der Alistair muss sich noch erholen. You know, there's something about being trapped in a fortress full of people who want me dead that makes me think, being a Templar might not have been so bad. ja, wenn man bedenkt, dass er jetzt hier gefangen ist und alle ihn totziehen wollen, dann denkt er sich, ein Templer zu sein wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Eigentlich wollte ich mit dir da kurz mich vergnügen, bevor wir entkommen, aber das lasst du ja nicht zu. Okay, die Tür ist wahrscheinlich abgeschlossen. Naja, logisch. Die Wache rufen, eine Krankheit vortäuschen oder nichts tun. Na, rufen wir mal die Wache. If you're not bleeding, I don't care. Wenn du nicht blutest, geht mich nichts was an. Ihn überreden und sagen, oh, ich bin so einsam. Du hast mich hier rauszulassen. Ich bin so einsam. Well, I could keep you company. Echt? Mach mal einen flotten Dreier, geht schon. Warum ziehst du dich nicht aus, sodass wir anfangen können? Ich könnte jetzt geschickt neben ihm durchschleichen oder ihn niederschlagen. Warum ziehst du dich nicht aus? Dann können wir anfangen. Maker, they put a lot of buckles on this thing. Jetzt kann ich ihn anspringen. Hey, watch! Okay, ja, das funktioniert. What do you think you're doing?
Und das funktioniert. Und das 1 geht auch. 6 geht auch. Okay. Not bad. Not bad at all. Okay. Und jetzt? Ah, die hat sich entschlüsselt. Na. Yes. So, das heißt, wir rennen da jetzt nackig herum. Okay, da ist nix. Ich sollte aber schleichen. Da ist eine Kiste. Oh, ich habe mein Equipment wieder. Aber keine Heiltränke und gar nichts. Nur das, was mir gehört. Und die Questgegenstände. Okay. Okay. Der ist tot, oder? Den kann ich nicht mehr retten. Kann ich meinen Hund rufen? Ja! Hallo Hündchen! Das sind Feinde. Zwei Hunde und ein Guard. Hast du eine Armbrust oder ein Schwert? Du hast ein Schwert. Das heißt, ich gehe zuerst auf den Hund. Hallo Hündchen. Ich töte dich zwar nicht gerne, aber ich muss. So. Okay, sweep. Und dich stun ich. Oh, das war jetzt eher der Alistair, oder? That's a lot of blood. Okay. Wir schleichen. Mal Karte. Okay, das sind zwei Wachen. Da ist ein Rüstungsständer mit einer regulären Rüstung. Ich verkleide mich wieder als Wache. Okay. Schaut genauso bochen aus wie vorher, aber erfüllt wohl seinen Zweck. Gut. Das heißt, jetzt können wir uns eigentlich frei bewegen. Colonel's Office. Main Hall. Was ist da? Nochmal Armory. Okay. Was ist da? I almost didn't make it out of the mess today. Forgot the blighted password again. Oh, right. That's why I write it down every day. Keep it in my pocket. I got stuck. Last week. I swear those. And I'm off. Guards are possessed by demons. Going. Something. Mm-hmm. Kann ich die ansprechen? It's too dusty in here. It's too dusty in here. The region ought to hire a maid. Da kann ich nicht weiter. Okay. Da ist noch einer. I should have been made a corporal by now. You never see them. Kann ich dich ansprechen? Hey, ja. Are you relieving me? It's about time. Ob ich ihn ablöse, es wird Zeit. Ja. Good. Mind the blighted chainmail. The commander will skin us both if he finds any rust.
Okay. Gut. Jetzt habe ich ihn abgelöst. Und? Da ist nichts. Huh. You had it a month, and already this armor doesn't fit. I got to lay off the mince pie. What's the password? Das Passwort. Rose Boot. Sesam, öffne dich. Passwort 1. Ich habe das Passwort vergessen. Oder attackiert. Sesam, öffne dich. Oh, that's just being silly. Blighted green recruits. Nobody gets through without it. Ja, ich bin ein bisschen dumm. Und ein Grünschnabel. Und niemand kommt ohne den Passwort raus. Da war doch noch irgendwas. Ja, genau. Da. What's this? Ah, you must be the new recruits we were expecting. You're late. The rest of your patrol is in the storage room. Find them and get yourselves ready for inspection. Okay. Kann ich das ausrauben? Ja. Also, wir sind die neuen Rekruten. Wir sind aber spät dran. Wir sollen in den Storage Room gehen. Und uns für die Inspektion fertig machen. Ob ich was brauche. Nein, entschuldige, dass ich dich belästige. Was tust du? Oder ihn überreden und sagen, mir wurde gesagt, ich sollte mich fertig machen für die Inspektion. Genau. Thank the Maker. What are we going to do about him, though? Is there some problem? So the assistant quartermaster is a little miffed with us at present. I told you we should have put those potatoes in the cellar straight away. Some things went amiss. Mistakes were made. The quartermaster got chewed out by Tern Logan, and then he chewed out the assistant. And now to get back at us for landing him in trouble, the assistant quartermaster won't give us our blades. And you can't pass inspection without a regulation sword. Mhm. Die hatten in der Auseinandersetzung mit dem Quartiermeister und jetzt haben sie ihre Schwerter nicht mehr, bekommen sie nicht mehr und sie können nicht durch die Inspektion kommen ohne einem regulären Schwert. Lassen mich das erledigen. Weiß ich nicht. Super, lass mich das erledigen. He's down the hall in the armory. Maker, help us. Okay. Bei dem war ich ja schon. I hope this works. I hope this works. Quit worrying. He's good. I hope this works. Ah, da ist das Ding. Da war er. Den habe ich ja schon abgelöst. Well, don't just stand there. Get your blade and let's report to the colonel before he get... Maker, I can't believe we're actually... Ah, und jetzt muss ich zurück zum Chef. Wo war der jetzt nochmal? Nein. I'm shocked. No? Da? Da. So, you think you're ready to go on your first patrol mission, do you? Ob wir glauben, dass wir bereit sind für unsere erste Patrouille. Yes, Sir. Nein, nicht wirklich. Wo patrouillieren wir? Yes, Sir. That's what I like to hear. You there? Yes, Sir. Stand up straight. You're a soldier in the King's army, and the King's own men don't slouch. And you? Yes, Sir. Stop fidgeting. You can fidget on your own time. Yes, Sir. Thank you, Sir. Kiss ours. You there, Blondie. Yes, sir. What's the one thing a soldier can't do without? What do I tell him? Er nennt ihn Blondie. Also was braucht ein Soldat auf jeden Fall? Also womit kommt ein Soldat auf keinen Fall aus? Und der Alistair fragt mich jetzt, was er ihm sagen soll. Eine Uniform, Disziplin, Ehre oder ein Schwert? Ehre, glaube ich. Oder Disziplin.
Sag mal Ehre. Honor, sir. Better than I expected. Honor is the best thing a man can have. See to it that you keep yours at all times. I expect a lot of you back here by sunup. Now get out of here. And make her watch over you. Okay. Gut. Und jetzt können wir raus. Schauen wir mal. Password? Rabbit, I think. Oh. Going on your first patrol, are you? Good luck. Stay sharp out there. Auf dem Weg zur Patrouille. Augustine. But I'm busy right now. Okay, die ist beschäftigt. It's always a proud day when a soldier takes up real duties. Andraste watch over the lot. Können wir noch plündern? Und? Good luck out there. Dankeschön. Viel Glück draußen. Yes. Da gibt's auch noch was zum Plündern. Dass da keiner was sagt. Da ist nix. Gut. Aber jetzt und tschüss, oder? Warte, ich speichere mal ab. Wer weiß, was da draußen kommt. Cool! Ich gehe ins Lager. Okay. Nein. Das ist aber nicht euer Ernst. Wo sind meine ganzen Heiltränke? Wo sind meine ganzen... Um Gottes Willen. Nein. Habe ich das alles verloren? Okay. Nein. 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 Ich habe nur die Sachen, die ich dort gefunden habe und die ich selbst angehabt habe und sonst gar nichts mehr. Geh Hupfigatsch und Schlagerwön, aber du mit da nicht gewöhn. Das gibt's ja nicht. Okay, ich muss jetzt nachdenken, was ich alles nochmal machen muss. Und wo ich gespeichert habe. Ja, auf jeden Fall beende ich mal diesen Teil und werde mal schauen, wie ich mein Equipment zurückbekomme.